und bis zu 300 Statisten, oft einfache Bauern und Fischer aus der näheren Umgebung der Drehorte. Das hat sicher mein jugoslawischer Kollege mit arrangiert. Er hat alles Mögliche veranlasst, dass man die Komparsen überall herholt. Aus Kneipen, aus Dörfern. Die sind zu den Bürgermeistern gegangen, die haben die Bevölkerung mit einbezogen. Die haben Militär gebraucht, die auch reiten können. Die sind zu Reitvereinen gegangen, die sind quer durch die Bevölkerung gegangen und haben Leute engagiert. Jadran-Film sucht bewusst nach Statisten mit markanten Gesichtszügen. Da hat sie natürlich per Radio damals und durch Zeitungen mitgeteilt und dann haben wir uns gemeldet und dann hat sie uns ausgewählt. Interessante Gesichter hat sie erst fotografiert. Wenn Not am Mann war, vermute ich, dass sie auch in die Gefängnisse gegangen sind. Denn manche, die da hinkamen und die da die Geier spielten, da konnte ich mir schon sehr gut physiognomisch vorstellen, dass die gar nicht so viel Böses zu spielen brauchten, sondern dass die da einiges auf dem Kerbholz hatten. Die Machart der Filme wird härter. Mit Untergeiern soll die Serie in eine neue Richtung gelenkt werden. Regisseur Alfred Vohrer, der Spezialist für Edgar Wallace Filme, will mehr Realität, mehr Action. Helfer! Regieassistentin Eva Ebner, hier während einer Drehpause bei den Aufnahmen zu Old Shorehand. In drei Karl-May-Filmen arbeitet die Berlinerin an Vohrers Seite. Obgleich er ein eher introvertierter Mensch war, mit nicht allzu großen künstlerischen Begabungen, aber ein ausgezeichneter Techniker, bin ich mit ihm ganz gut klargekommen. Er war sehr kühl und sehr, also etwas strenger als Harald Reinl. Und er hat sich in Position als Regisseur mehr gekümmert um die Hauptdarsteller. Und mit dem hatte die Szenen gemacht und er hatte noch einen Assistenten, der sich dann um